Hey, wir sind's wieder. Heute gibt's wieder frisches Fleisch fürs Bootcamp. Oder in diesem Falle junges Gemüse, wenn nicht sogar Holz. Hallo meine kleinen Bäumchen da draußen. Ja, tut mir voll leid, ich weiß, es kam lange kein Video mehr. Heute ist der 18. Januar 2014 und ihr wisst genau, was das bedeutet. Samstag? Mein Kanal wird nämlich 2 Jahre alt. Tja, dann wird's ja mal Zeit, dass ich dir das Laufen beibringe. Aber zum Laufen braucht man natürlich gescheite Schuhe. Ich war auf der Suche halt nach solchen Stiefeln mit so einer Front. Ich mag Stiefel. Ich mag das Wort Front. Hab aber leider nur welche mit Keilabsatz gefunden. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Hauptstadt. In den Kommentaren der Bootcamp-Videos liest man ja des Öfteren, das sind ja nur Mädchen im Bootcamp. Naja, wir gleichen das Ganze jetzt mal mit 2 Jungs aus, Kenners. Was geht ab, Leute? Wir sind's wieder, die College Bros. Und heute in Ham, im schönen Maigang. Da, wo die ganzen besoffenen Betrunkenen sind und sich die Birne wegsaufen. Wegsaufen hier. Sauf mal, jungen Leuten, das finde ich nicht okay. Aber dich denn? Dich finde ich voll okay. Da haben wir gedacht, nutzen wir die Gelegenheit, machen wir mal eine Challenge, und zwar eine Selfie-Challenge. Jeder von uns hat 3 Minuten Zeit und derjenige, der die meisten Selfies mit den Leuten schafft, der hat gewonnen. Dankeschön. Wie guckst du, grimm mich an? Yeah. Und 3, 2. Naja, sieht halt leichter aus, als es ist. Die erste Frage ist von Serjan Kaya. Was geht euch am meisten auf die Nerven, wenn ihr Videos dreht? Ja, was uns am meisten auf die Nerven geht, ehrlich, da sind wir, glaube ich, uns einig. Auf jeden Fall. Wenn wir gestört werden. Egal, immer werden wir gestört eigentlich. Ne? Sei es das Wetter, sei es Bekannten von uns, die immer reinkommen oder so. Wir werden immer daran gehindert, Videos zu drehen und das regt uns einfach richtig auf. Das kann euch bei uns nicht passieren. Wir bauen hier gerade ein Studio, wo sich unsere YouTuber einsperren können und den ganzen Tag ungestört und professionell... Jetzt oder was? Professionell und vor allem ungestört. Die Mann. Wir konzentrieren uns mehr auf YouTube dieses Jahr. Ja. Also immer jetzt, weißt du? Wir sehen, das wird immer krasser. Ihr habt mehr Spaß dran. Wir haben mehr Spaß dann. Deswegen konzentrieren wir uns auf YouTube. YouTube-mäßig wollen wir die 25.000 Abos knacken. Ja, das kriegen wir hin. Herzlich willkommen im Studio 71 Bootcamp College Bros. Fabian, wer ist eigentlich härter, die College Bros oder die Battle Bros? Nächster! Penis. Hey, this is the mouth of the South, Jimmy Hart, the world's greatest wrestling manager, and you're watching RPG Heaven. It's unbelievable with my main man Greg. Und so wie South Park mit diesem Look aufgebaut ist, von der Seite, Figuren, die sich bewegen und so weiter, das hat echt exakt auf dieses Rollenspielkonzept draufgepasst, da sie auch noch diese Geschichte drumherum gebaut haben mit dem Stab der Wahrheit. Ich habe ja Paper Mario erwähnt und das ist wahrscheinlich der beste Vergleich dann dort, weil Paper Mario ist ja auch eine Rollenspielrepräsentation des Mario-Universums, wo alle Charaktere flache Papierfiguren sind. Und South Park ist nichts anderes als flache Papierfiguren eigentlich, die dann bewegt und per Stop-Motion in Anführungsstrichen animiert wurden. Und so spielt sich der Stab der Wahrheit auch. Gregor ist ein alteingesessener Gaming-Experte. Ihr kennt ihn vielleicht von Game One oder den Rocket Beans. Schön, dass Sie mich empfangen hier in der Raumschiff. Heißt es das Hard-Reset Raumschiff oder habt ihr einen Namen dafür? Natürlich. Raumschiff Hard. Ja, natürlich. Astrami, Nostromo. Deshalb werdet ihr bei ihm auch sicherlich mal das ein oder andere bekannte Gesicht sehen. Bekannte Gesichter mit wunderschönen Namen. Heute möchte ich einen Gast
hier begrüßen. Der Fabian. Hallo Gregor. Hallo Fabian. Schön, dass ich dabei sein darf, mal wieder. Ich war ja schon ein, zwei Mal, glaube ich, bei dir zu Gast. Du warst bei mir ein, zwei Mal zu Gast gewesen. Es ist immer wieder schön, dass wir dann gemeinsame Themen finden, über die wir sprechen können. Ja, Fabian, großartig, dass du mal wieder bei mir auf der Couch zu Gast bist. Lass uns doch mal über Themen reden, die uns alle interessieren. Penis. Aber Gregor ist nicht nur ein Intellektueller, sondern auch noch ein Wrestling-Fan. Quick thing, I'm aspiring to be a wrestler. Yeah, I've got the looks, I've got the smile, I've got the athleticism. I'm lacking a good name. Have you a suggestion, a good name for me? Music, German, and God, that's... The first thing off the top of your head. MMG. Mr. Music Germany. Naja, vielleicht fällt uns dabei Zeiten noch was Besseres ein. Für heute fällt uns allerdings nichts mehr ein. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Schaut euch auch mal die Kanäle von unseren neuen Rekruten an. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Und natürlich, wenn ihr Bock habt, würden wir uns darüber freuen, wenn ihr ein paar Pete Daumen nach oben geben würdet und ein paar Kommentare in die Kommentarbox. Genau. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Penis. Saufen bei jungen Leuten. Nee, wir waren noch nicht in Position. Jetzt. Saufen bei jungen Leuten. Nee, jetzt. Saufen bei jungen Hey! Ja.